Wer vorhat, sich so ein Durchflussmesser einzubauen, braucht auf jeden Fall zwei Reduziermuffen. Nach einigem Suchen habe ich die dann bei Amazon gefunden. Und damit das wirklich dicht wird, braucht man auch passende Dichtungen. Also nur mit Teflonband alleine, das haut nicht hin. Entweder ist das undicht oder man kriegt es nicht draufgeschraubt, weil zu viel ist. So, da habe ich mir jeweils vier, ich habe glaube ich 4 oder 6 Dichtungen gekauft und jeweils 2 Stück auf jeder Seite reingesteckt. Dann kommt man auch nicht bis zu dem Durchflussmesser, da ist immer noch Platz zwischen und es ist wirklich dicht. Das ist also, wie nennt sich das? Gummidichtung, Flachdichtung. Naja, kennt ja jeder die Dinger.